Ein wunderschönes Hallöchen, willkommen auf unserem Kanal. Ich bin der Fexi und nehme euch mit auf die Reise in Star Citizen. Heute geht es um das Ship-Panel von 2023. Heute sind wir schon im zweiten Video drin. Das letzte Video, was ich aufbereitet habe, da ging es um den neuen Heavy Fighter, den wir 2024 fliegen dürfen. Schaut euch gerne das Video nochmal an. Dazu, wenn ihr das gerne wollt, das werde ich unten in der Videobeschreibung nochmal gerne verlinken. Oder am Ende des Videos könnt ihr euch das nochmal direkt angucken. Heute wollen wir uns das nächste Raumschiff angucken, was bei den Ship-Panel vorgestellt wurde. Ist 2023 während der CitizenCon. Und welches Schiff das sein wird, das werden wir gleich erfahren, wenn wir das auslosen werden. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren, würde ich mich sehr darüber freuen. Würde ich mal so sagen, legen wir los. Let's go, ihr Lieben! Hier sind wir auch schon direkt bei der Schiffsauswahl. Das Panel, was wir gesehen haben, 2023. Und mal schauen, in welchen Raumschiffe jetzt reingehen werden, was wir uns ein bisschen genauer angucken werden. Diese Raumschiffe, die wir hier sehen, die werden 2024 alle fly-ready werden. Und das nächste Raumschiff, was wir uns angucken wollen, 1, 2, 3, ist tatsächlich die Polaris. Hier sehen wir direkt die Polaris, die große Korvette, die zu uns kommen wird. Dieses Jahr soll sie fly-ready werden. Einer der größeren Raumschiffe, die dieses Jahr rauskommen wird. Und was alles die Polaris kann, wofür sie eingesetzt wird, was für Komponenten verbaut sind, was man alles für Gameplay-Mechaniken mit der Polaris abbilden kann. Das sind die Themen, die wir uns jetzt genau angucken wollen. Also bleibt dran, wird sehr spannend. Die Polaris ist ein Raumschiff, was sehr begehrt ist, wo sehr viele Leute drauf warten. Und ich könnte mir schon vorstellen, ein kleiner Spoiler vorab, dass sie vielleicht zu der Invictus Week Mitte Mai fly-ready sein könnte. Lass uns loslegen im Detail, was kann die Polaris? Abfahrt, ihr Lieben. Die Polaris ist eine Kampfkorvette direkt von der Manufaktur SI. Sie ist um die 170 Meter groß, kommt mit 28 Zeiss-10-Tops dabei. Das ist auch das Gefährlichste dabei, weil sie wurde gebaut, um größere Raumschiffe direkt zu tangieren und auszuschalten, wie zum Beispiel eine Idris, und kann die Zeiss-10-Tops direkt 4 Stück davon absetzen, um zum Beispiel größere Raumschiffe direkt unter Druck zu setzen, um sie auszuschalten. Ein intern liegender Hangar darf natürlich auch nicht fehlen, um zum Beispiel eine Scorpius da drinnen zu parken, einen Heavy Fighter, der noch mehr Druck aufbauen kann bei den Raumschiffen, die wir direkt tangieren wollen, um die Raumschiffe auseinanderzunehmen, zu zerstören oder zum Beispiel auch eine Barriere aufzubauen, wo andere Raumschiffe dann nicht durch können, um die Raumschiffe unter Druck zu setzen. Dennoch ist sie relativ agil, sie ist leicht gepanzert, kann sich schnell in eine gute Position bringen, wo sie ihre Schlagkraft auf jeden Fall direkt anbringen kann, um ihre Tops auszuwerfen. Denn hat sie noch massig Türme, wo überall das Raumschiff abgesichert werden kann, damit sie sich selber verteidigen kann. Falls kleinere Bomber die Polaris angreifen möchten, ist sie da auch sehr gut gewappnet. Und sie hat noch zwei Missile Launcher, die auch noch dabei sind. Der größte Zeiss 3, einer ist oben, ist einer unten, um das ganze Portfolio perfekt abzubilden. Also wir haben hier wirklich ein Raumschiff, was sehr kampfstark ist, was auch direkt auf Militär getrimmt ist von der Manufaktur SI. Es gab damals eine Notausschreibung von der UEE, da die Venduls direkt in das Raum der Menschen eingegriffen ist, in die Systeme, und es sollte ein schlagkräftiges Raumschiff rauskommen für die Milizen, was in der Art wie ein Zerstörer funktioniert, um zum Beispiel die großen Vendel-Raumschiffe direkt zu tangieren, wie zum Beispiel der Hunter von den Vendels, was der Zerstörer darstellt, um die Raumschiffe zu verteidigen, die Systeme, um sie unter Druck zu setzen, die Vendels. Lass uns erstmal einen Überblick erschaffen von der Polaris, wie sie jetzt aufgebaut ist, bevor wir uns das Ganze auch in Engine gleich angucken werden, in den nächsten Schritten. Wir haben hier vorne das Cockpit. Das Cockpit ist mehr geteilt. Wir haben zum Beispiel 4 Sitze da drinne. Einmal haben wir vorne den Piloten, dann haben wir den Co-Piloten, dann haben wir die Remote Gunner drinne und in der Mitte vermutlich nachher später auch wieder den Captain, der das Raumschiff führt oder der gerade das Sagen hat auf der Brücke. Das Raumschiff wird mit mehreren Leuten geflogen, zum Beispiel 10 Leute sollte man nachher schon später haben, um nachher alles abdecken zu können. Zum weiteren Punkt kommen wir zu den Escape Pods, falls was passieren sollte auf dem Schiff, können die Leute von der Brücke hier reingehen und sich über die Escape Pods rausschießen lassen. Dann haben wir natürlich auch Fahrstühle, um unter die schiedlichen Decks zu gelangen in der Polaris oder natürlich auch in außerhalb des Schiffes reinzukommen. Das heißt, die Fahrstühle gehen einmal komplett über das ganze Raumschiff durch. Dann kommen wir zu den Armo-Raum. Das bedeutet, hier können wir uns anziehen, unsere Kampfanzüge anziehen. Wenn wir zum Beispiel über den EVA gerne raus möchten, das wird auch funktionieren. Einen EVA-Pod werden wir auch haben, dass wir direkt in den Weltraum rübergehen können. Dann haben wir noch einen Bathroom, den wir benötigen, um uns zum Beispiel frisch zu machen.
wenn wir uns gerne duschen möchten. Dann haben wir noch den Captain Quarter und so weiter und so fort. Dann haben wir noch die ganzen Schlafunterkünfte. Die sind schon ein bisschen größer. Wie gesagt, 10 Leute sollte man vielleicht mitnehmen. Da sollte man schon überlegen, ob man da vielleicht eine Mischung macht aus 5 NPCs und 5 echte Spieler. Das würde, glaube ich, schon Sinn machen bei der Polaris. Dann haben wir den Messeraum. Das ist sowas wie Living Quarter. Da kann man sich zurückziehen, da kann man was essen gehen, da kann man seinen Kaffee morgens trinken, um zum Beispiel gut in den Tag zu starten, ihr Lieben. Dann sehen wir auch auf jeden Fall, wie groß der Hangarbereich geworden ist. Der ist um einiges größer geworden, wie in der alten Polaris. Hier können wir jetzt zum Beispiel eine Saber reinparken. Wie gesagt, eine Scorpius wird auch funktionieren und vielleicht passt sogar auch eine Ares rein. Das werden wir dann sehen, wenn es dann soweit ist. Eine Ares wäre natürlich sehr genial, weil auch eine Ares dafür gebaut ist, größere Raumschiffe zu tangieren. Das wäre auf jeden Fall eine sehr schöne Synergie, die man hier mitnehmen könnte. Dann haben wir nochmal ein paar Escape Pods, um natürlich schnell das Schiff zu verlassen. Wie schon gesagt, wir haben überall Türme installiert. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5 Türme sehen wir schon hier direkt auf den ersten Blick. Und unten haben wir auch noch einen Verteidigungsturm dazu installiert. Das heißt, 6 Türme haben wir eine Rundumabdeckung des Raumschiffes. Vermutlich der Größe Size 4 plus, vielleicht sogar 5. Müssen wir abwarten, wenn wir neue Informationen haben zu der Polaris. Was auf jeden Fall noch neu dazugekommen ist, was mir sehr gut gefällt, ist das ganze Medic-System, was hier Betten nachher installiert sein werden. Das wissen wir noch nicht, aber was sehr schön ist, das sehen wir auch gleich in Engine. Wenn wir zum Beispiel hier gelandet sind mit unserem Rettungsraumschiff, können wir direkt hier durchgehen, sind direkt im Medic-Bereich, um zum Beispiel schwerverletzte Patienten zu versorgen oder wenn was passiert sein sollte. So viel einmal zum Überblick der Polaris und das gucken wir uns jetzt auch einmal in Engine an, wie das schon reindesignt ist in der Whitebox-Phase. Lass uns einmal gemeinsam die einzelnen Etappen in der Whitebox-Phase von der Polaris durchgehen, was CRG uns gezeigt hat, wie sie zu uns kommen sollte. Hier sehen wir schon, dass wir hier Bolt-Turrets haben an den Seiten, die können ein Stück hinausfahren, um den Winkel besser ausnutzen zu können, um andere Ziele direkt anzugreifen. Dann haben wir auch noch direkt den Docking-Collar installiert und man sieht auch schon, dass das Schiff ein bisschen größer ist. Wenn man den kleinen Männchen da unten sieht, dann sieht man schon, dass das Schiff eine Größe von um die 170 Meter haben wird. Das Cockpit ist immer noch vorne angesetzt, oben haben wir auch noch einen größeren Turm dran und unter dem Cockpit auch noch. Vermutlich wird das Size 4 oder Size 5 Türme sein, was als meines Erachtens für das Raumschiff, da es ja ein kleiner Zerstörer wahrscheinlich meme wird, schon eine gute Feuerkraft nachher leisten wird. Mit den 28 Size 10 Torps ist es wirklich eine extrem hohe Feuerkraft. Wie gesagt, den Pod, den wir haben, den können wir nutzen, um zum Beispiel direkt über den EVA rauszugehen, um zum Beispiel auch einen Weltraumeinsatz leisten zu können. Denn sehen wir, wenn sich das Schiff weiter gedreht hat, hier oben den Missile Launcher da drauf. Der Missile Launcher, der wird ungefähr der Größe Size 3 haben. Nicht nur hier oben haben wir einen, unterhalb des Schiffes wird auch noch ein Missile Launcher installiert sein. Und auf der linken wie auf der rechten Seite sehen wir oberhalb die Türme, die das Schiff sehr gut abdecken werden zu beiden Seiten. Den seitlichen Turm haben wir auch noch, das heißt, wir haben wirklich eine gute Feuerkraft nach allen Seiten hinweg. Jetzt sehen wir ein bisschen das Interieur. Der Hangarbereich ist auf jeden Fall größer geworden, der mir auch sehr gut gefällt. Hier sehen wir nochmal die Türme, das sind Man-Turrets, die wir direkt besetzen können. Das heißt, da müssen irgendwelche Leute oder auch NPCs nachher die Türme bemannen. Das sind keine Remote-Türme. Remote-Türme gibt es auch, aber die oberen beiden seitlichen Türme, das werden Man-Turrets sein. Hier sind wir direkt beim Engineering Deck, was vielleicht interessant ist, dass die ganzen Large Komponente getauscht worden sind. Es ist jetzt ein vollwertiges Capital Raumschiff geworden mit seinen 170 Meter und die ganzen Sachen wurden aufgearbeitet. Jetzt haben wir noch Capital Komponenten verbaut, zum Beispiel Kühlereinheiten, Powerplant Einheiten, Schildgeneratoren, alles auf Capital. Hier sehen wir die Brücke. Die Brücke ist hier nicht so schön in Szene gesetzt, weil es die Whitebox Phase ist. Wenn wir uns nachher die Bilder zu angucken, sieht sie wirklich um einiges hübscher aus. Dann kommen wir noch direkt zu den Escape Pods, wo wir dann direkt schnell hinkommen von der Brücke aus. Und hier kommen wir nachher in das Masterquartier, was auch sehr viel Ähnlichkeit hat, wenn ich das so sagen darf, auch von der Galaxy, wenn man sich die Galaxy schon angeguckt hat. Hier sehen wir schon mal ein Bild von der Galaxy, wie die Galaxy-Brücke aussehen wird. Kann man sich auch vorstellen, wie die Polaris-Brücke auch nachher aussehen wird. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schickes Interieur meines Erachtens bekommen. Nicht ganz so dreckig wie bei Drake, aber auch nicht ganz so hübsch wie bei Origin. Aber dennoch wird es auf jeden Fall ein sehr gepflegtes Aussehen vom Interieur her zu uns wahrscheinlich erreichen.
Hier kommen wir einmal direkt zu den Waffenraum, den wir auch schon gesehen hatten in der Übersichtskarte. Hier kann man zum Beispiel seine Rüstung lagern oder die Waffen, die man für den Außeneinsatz nachher benötigt, wenn man doch einen Infiltrationsauftrag starten sollte auf ein anderes Schiff hinweg. Hier sehen wir nochmal den Living Quarter Bereich, wo wir uns nachher zurückziehen können, um uns auszuruhen, um zum Beispiel ein Stündchen uns aufs Ohr hauen zu können. Hier sehen wir auch diese Stockbetten, das heißt, das sind zwei Etagebetten, um natürlich so viel Platz wie möglich zu sparen. Das ist ja meistens bei den Militärraumschiffen genauso angedacht, dass sie sehr viel Platz sparen möchten, um natürlich mehr Mechaniken mitnehmen zu können, um das Schiff optimal ausnutzen zu können, wie die ganzen Sachen oder Aufgaben, die das Schiff durchführen soll. Deswegen haben wir Stockbetten, um so viel Platz wie möglich zu sparen. Dann haben wir noch den Messebereich, hier ist auch wieder Living Quarter angesagt, wo wir zum Beispiel auch unsere Freizeitvergnügen aufnehmen können. Und wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, Poolbillard, Billard oder Kicker zu spielen. Freue ich mich auch sehr drauf, dass wir für längere Reisen, wenn wir zum Beispiel im Deep Space unterwegs sind, auf Patrouille, die Zeit rumkriegen können für die Leute, die denn nicht unbedingt die Schicht haben. Denkt immer daran, CRG ist so aufgebaut, auch wenn ihr NPCs nachher einsetzen solltet, dass NPCs auch einen Schichtwechsel benötigen, dass sie sonst nicht mehr ihre Arbeit zu 100% durchführen können. Zum Beispiel irgendein Ingenieur, der kann jetzt keine 12 Stunden durcharbeiten, der arbeitet vielleicht 8 Stunden, dann braucht er wieder so 4-5 Stunden Pause, bis er dann wieder die Leistung erbringen kann, die er erbringen sollte. Und in der Zeit kann er entweder schlafen oder ein bisschen Spaß haben in der Messe oder in den Aufenthaltsräumen der Polaris. Jetzt sehen wir nochmal weitere Living Quarter Bereiche. In der Polaris über den langen Weg einmal quer durch das Schiff kommen wir direkt zu den Hangarbereich, wo hier jetzt eine Save einmal reingepackt ist. Wir sehen, dass der Hangarbereich schon um einiges größer geworden ist zu dem, was wir mal hatten. Ich springe mal ein Stück zurück und hier sehen wir auch, dass zum Beispiel eine Save reinpasst. Da wird auch auf jeden Fall eine Scorpius reinpassen, der Heavy Fighter, der auch direkt ja auch von der Manufaktur erst zu uns kommt. Und ich denke mal mit etwas Glück, weil ja auch die Tragflächen ausgeklappt sind, ist wirklich sehr viel Platz hier drinne, dass wahrscheinlich auch eine Ares Inferno oder eine Ion hier den Weg reinfinden kann. Oder zum Beispiel auch andere Rettungsraumschiffe. Vielleicht sogar mit ganz viel Glück, das glaube ich jetzt aber nicht, auch eine Cutlass Red. Das Ding ist glaube ich zu groß, aber dennoch, wenn die Tragflächen hier ausgefahren sind, sehen wir bei der Saber, dass sehr viel Platz ist, um Raumschiffe mitzunehmen in der Größe XS. Also Saber, Hornet, Glaive, Ares und so weiter und so fort. Die größeren Raumschiffe, Heavy Fighter, sollten hier noch den Platz finden. Bei der F8 könnte es vielleicht schwierig werden, da könnte es nochmal sehr interessant werden, ob die F8 hier auch hier reinpasst. Was wir auch noch sehen, was mir sehr gut gefällt, ist hier der Übergang, dass sie direkt hier in die Medic Bay reinkommen. Das bedeutet von den Hangarbereich, wo wir zum Beispiel auch Rettungsraumschiffe nachher parken können, können wir direkt über die Medic Bay nachher direkt in die medizinische Versorgung reingehen. Und das ist natürlich sehr wichtig, um eine schnelle medizinische Versorgung zu garantieren in der Polaris. Was wir nachher für T-Betten drin haben, das kann ich noch nicht so sagen. Es gibt ja T1, T2 und T3 Betten. Die T1-Betten sind die kleinsten Betten. Da kannst du zum Beispiel Schwerverletzte stabilisieren und Leichtverletzte ausheilen. Auf dem T2-Bett kannst du Schwerverletzte wieder ausheilen. Und wie gesagt, auch natürlich Leichtverletzte. Und ab ein T1-Bett, das sind die größten T-Betten, die hier drin sind, ab ein T1-Bett kannst du auch wieder respawnen. Da hast du die Möglichkeit des Respawns und kannst natürlich Schwerverletzte wie auch Leichtverletzte ausheilen. Das wirst du natürlich machen können. Aber welche Betten nachher hier draußen sind, das weiß ich nicht genau. Aber der Größe des Raumschiffes und beim Einsatz von Deep Space Exploration oder Deep Space Erkundung oder Patrouillenflüge glaube ich schon, dass tatsächlich hier ein harter Kern drin sein wird, dass auch in die Polaris die T1-Betten den Weg hier reinfinden werden. Hier sehen wir nochmal eine Gabelung, wo wir genau wissen, wo wir hin müssen. Hier sind wir direkt beim Engineering, wo die ganzen Komponenten verbaut sind. Dann kommen wir zu dem Hangarbereich oder zu dem Medic-Bereich und wissen immer genau, wo wir einigermaßen hin müssen, dass wir eine Führung haben des Schiffes. Dann sehen wir auch hier direkt den Storage-Bereich. Der Storage-Bereich ist wirklich sehr üppig aufgebaut. Hier können wir natürlich Container mitnehmen, hier können wir Bodenfahrzeuge mitnehmen. Ob hier ein Novatank reinpasst, das glaube ich tatsächlich auch. Wir haben eine große Rampe, wo wir alles Mögliche an Bodenfahrzeuge mitnehmen können. Natürlich müssen auch hier die Torps zwischen gelagert werden. Wie schon gesagt, die Polaris hat 28 Zeiss-10 Torps dabei. Zeiss-10 sind wirklich eine relativ große Größe der Torps. Das sind Capital-Class-Killer. Und die werden natürlich auch Platz einsacken. Und es gibt einen automatischen Mechanismus, wo die Torps von den Hangarbereich, von den Storage-Bereich automatisch nach vorne gefahren werden zu den Torp-Launcher, damit wir 4 Torps direkt hinausgeschossen werden lassen können. Und das wird komplett automatisiert über eine Mechanik abgespielt. Hier haben wir nochmal den Kontrollbereich,
für die Torps, dass sie dann geladen werden und schwuppdiwupp werden sie abgeschossen und wir nehmen direkt die Idris aufs Korn zum Beispiel. Hier können wir nochmal direkt zu der Übersichtskarte, die wir uns schon am Anfang angeguckt haben. Hier sehen wir die Polaris nochmal im Querschnitt. Hier haben wir nochmal den Hangarbereich und dazu würde ich nochmal 1, 2, 3 Sätze gerne sagen. Der Hangarbereich ist ein bisschen größer geworden zu den alten Konzepten. Hier soll auch nachher eine Scorpius den Platz finden. Das ist der neue Heavy Fighter von der Manufaktur RSI. Und da die Polaris auch von der Manufaktur RSI ist, sollen natürlich die Scorpius hier mitgeführt werden, um im Kampf die Unterstützung zu leisten. Dann können wir auch in den Hangarbereich aufmunitionieren, auftanken und auch reparieren. Aber nur rudimentäre Reparaturen werden möglich sein. Wenn wir eine größere Reparatur durchführen möchten, dann müssen wir doch eher eine Crucible nehmen. Dann ist der Medic-Bereich auch noch dazugekommen. Und damit ist das Schiff ein bisschen größer geworden, die schöne Polaris. Was auch interessant ist, dass wir auch noch ein unteres Flotdeck haben. Da möchte ich auch einmal ganz kurz drauf einsteigen. Im unteren Flotdeck könnt ihr einmal den Ingenieurroom sehen, wo die ganzen neuen Komponentenklassen jetzt untergekommen sind. Die Polaris wurde am Anfang erstmal nur mit Large-Komponenten daherkommen. Das haben sie angepasst, jetzt kommen sie mit Capital-Class-Komponenten daher. Dann haben wir den großen Cargo-Bereich. Und hier werden auch Bodenfahrzeuge sehr gut den Platz finden. Wir haben hier eine seitliche Rampe, wo wir sämtliche Sachen an Bodenfahrzeuge hier reinfahren können oder natürlich die Torps, die nachgeladen werden sollen, mit dem automatischen Nachlademechanismus, um die Torps zu laden, um direkt das Ziel aufzuschalten, um es zu vernichten. Das ist alles im unteren Deck hier drinnen in der Polaris, dass ihr davon nochmal einen Überblick habt. Dann haben wir auch noch hier direkt den Fahrstuhl, der einmal komplett durch alle Decks der Polaris durchgehen wird, bis auf den Boden, wo ihr dann direkt in die Polaris einsteigen könnt. Und durch den Boden her habt ihr direkt eine Verbindung zu dem Cargo-Bereich, um zum Beispiel über den Fahrstuhl auch in den Cargo-Decks reinzukommen. Dann müsst ihr nicht die große Rampe unbedingt benutzen, ihr Lieben. So viel einmal zu der Polaris. Das war das zweite Video zu einer ganzen Videoserie, die ich gerade am Aufbereiten bin. Das erste, was wir uns angeguckt haben, das wäre ein Leak. Das könnt ihr euch gerne nochmal im Nachhinein angucken. Den nächsten Heavy Fighter, den wir im Jahre 2024 fliegen können, das war das letzte Video. Das Video, darum ging es jetzt um die Polaris. Und beim dritten Video, was ich rausbringen werde, warten wir es mal ab, was es sein wird. Aber auf jeden Fall ein Raumschiff, was wir im Jahre 2024 in diesem Jahr auf jeden Fall fliegen können. Bin ich sehr gespannt, welches Raumschiff wir als nächstes durchnehmen werden. Also lasst euch überraschen, es wird spannend auf diesem Kanal. Wenn ihr keine Themen dazu verpassen möchtet, gerne den Kanal abonnieren, würde ich mich sehr darüber freuen. Jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Wochenstart und das nächste Video kommt auf jeden Fall wieder in der nächsten Woche. Zu dem Thema Schiffspanel 2023, 2024, was Flight Ready werden soll. Bis dann, euer Fexy. Tschüss, ihr Lieben.